Liebe Neuwulmsdorfer Gemeinde und alle anderen Gemeinden auch und überhaupt alle Leute, heute singen wir zu Ehren von Himmelfahrt nachträglich EG 123, Jesus Christus herrscht als König. Ich schlage vor, ihr könnt natürlich auch andere Strophen singen, aber ich schlage vor, Strophe 1, 2, 3, 6, 7 und 9. Ich lese mal Strophe 2 vor. Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, geben ihm die Herrlichkeit. Alle Herrscher dort im Himmel, hier im irdischen Getümmel, ist zu seinem Dienst bereit. Mit anderen Worten, Jesus Christus ist von allen der Höchste. Drittens, Gott ist Herr, der Herr ist einer und demselben gleicher keiner. Gleichet keiner, nur der Sohn, der ist ihm gleich. Dessen Stuhl ist unumstößlich, dessen Leben unauslöslich, dessen Reich ein ewig Reich. Also, dessen Leben ist unauflöslich. Wir sehen, er ist zum Himmel auferstanden, zumindest nach christlicher Lehre. Was kann man da noch dagegen sagen? Dann kommt Strophe Nummer 6. Jesus Christus ist der eine, der gegründet die Gemeinde, die ihn ehrt als teures Haupt. Mit anderen Worten, die Gemeinde ist der Leib, er ist das Haupt. Er hat sie mit Blut erkaufet durch seinen Kreuzestod, mit dem Geiste sie getauft. Er hat uns auch den Auftrag gegeben, wir sollen die Menschen taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lebet, weil sie glaubt. Sie kann nur leben, wenn sie glaubt. Und die Choräle können nur leben, wenn ihr singt oder spielt. Jetzt kommt Strophe Nummer 7. Gebt ihr Sünder ihm die Herzen, klagt ihr Kranken ihm die Schmerzen, sagt ihr Armen ihm die Not, Wunden müssen Wunden heilen. Heilsöl weiß er auszuteilen, Reichtum schenkt er nach dem Tod. Er hat schon damals, so sagt es die Bibel, als er hier auf der Erde wandelte, Leute geheilt und ihnen geholfen. Und ich persönlich denke, man kann auch heute zu ihm beten und ihm bitten um Heilung, um Hilfe. Ich persönlich habe damit gute Erfahrungen gemacht, aber das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Reichtum schenkt er nach dem Tod. Hiermit ist wohl das ewige Leben gemeint. Strophe Nummer 9. Ihnen steht der Himmel offen, nämlich der Gemeinde, welcher über alles Hoffen, über alles Wünschen ist. Die geheiligte Gemeinde weiß, dass eine Zeit erscheine, da sie ihren König grüßt. Mit anderen Worten, die letzte Prophezeiung, dass er wiederkommen wird, ist noch offen. Darauf warten wir alle und freuen uns jetzt noch an diesem wunderschönen Lied, an dem wunderbaren Text und singt kräftig mit. Vielen Dank.